Dieses Video zeigt den Einbau eines Kombiableiters DIN-Schild ZB in eine Zählerverteilung. Dieser Kombiableiter erfüllt die Anforderungen der DIN VD 0100 Teil 443 und 534, die neu seit Oktober 2016 gültig ist und die nun auch bei Wohngebäuden verpflichtend Überspannungsschutzmaßnahmen vorschreibt. Das DIN-Schild ZB Basic ist 3 Teilungseinheiten breit und für den Einbau im Zählerfeld auf die Schaummaschine im unteren Anschlussraum gedacht. Dieser Kombiableiter bietet unter der Erfüllung der genannten DIN VDE-Normen die Möglichkeit, die elektrische Anlage mit geringem Installationsaufwand bereits vor dem elektrischen Zähler zu schützen. Somit ist die gesamte Zähleranlage mitgeschützt. Er hat außerdem die Eigenschaft, nicht nur Überspannungen, sondern auch begrenzt gefährliche Blitzspannungen zu beherrschen. Dies bietet vor allem im Wohnbereich ein hohes Maß an Sicherheit. Der Kombiableiter erfüllt außerdem alle Anforderungen der derzeit gültigen VDN-Richtlinie zum Einsatz von Überspannungsableitern im Vorzählerbereich. Der Kombiableiter kann sehr einfach mit nur einem Handgriff auf die Sammelschiene abgerastet werden und danach erfolgt nur noch der Anschluss an den Hauptpotentialausgleich und somit ist mit nur wenig Aufwand die Installation des Kombiableiters bereits fertig. Sofort nach dem Einbau kann nun die Anlage mit integriertem Überspannungsschutz wieder in Betrieb genommen werden. Vielen Dank.